Was stimmt mit dem heutigen Geld nicht? Das heißt, warum gibt es überhaupt Bitcoin? Was ist Bitcoin? Herzlich willkommen zu Rette dein Geld mit mir, Matthias Reder, heute zu einer Buchvorstellung und zwar vom Verlag Apricot Media, das kleine Bitcoin-Buch, warum Bitcoin für deine Freiheit, Finanzen und Zukunft wichtig ist. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, muss ich gleich mal voranschicken. Natürlich bin ich schon etwas mehr firm beim Thema Bitcoin, aber für alle, die sozusagen neu in diese Thematik reinkommen wollen, nämlich zu den generellen Fragen. Und da bin ich gleich beim Kapitel 1. Was stimmt mit dem heutigen Geld nicht? Das heißt, warum gibt es überhaupt Bitcoin? Warum hat sich die Idee Bitcoin eigentlich so dermaßen durchgesetzt? Und im nächsten Kapitel wird gleich der Frage nachgegangen, was ist Bitcoin? Und gleich eines vorweg, dieses Buch ist nicht technisch ansprechend, sondern es geht einfach darum, um eine logische Argumentationskette, warum sich die Idee von Bitcoin nach Ansicht der Autoren, und diese Autoren sind durchaus mit sehr, sehr viel Expertise gewappnet. Es geht nämlich darum, das sind Experten, Aktivisten, Bildungsexperten, Unternehmer, Führungskräfte, Investoren und Forscher. Sie kommen aus Afrika, Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Also über, glaube ich, 11 Autoren. Und die haben sich zusammengetan und dieses Buch geschrieben, ja? Nämlich warum Bitcoin wichtig ist. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Anhaltspunkte, nämlich für uns Europäer eher mehr dieser Investment-Case, ich möchte investieren, ich möchte inflationsgehedged sein und, und. Aber in Lateinamerika, wo ich auch war, in El Salvador, dort kann es sozusagen ein Zahlungsnetzwerk sein. In Afrika, wo man keinen Zugang hat zu einem Bankkonto, kann es natürlich auch sein, dass man sozusagen Zugang hat zu Finanzdienstleistungen über Bitcoin. Und in autoritären Regimen, wenn man dort wohnt und lebt und sowieso nur auf Gut und Gedeih der Behörden ausgeliefert ist, dass man sich überhaupt finanziell bewegen darf, ist natürlich Bitcoin gelebte Freiheit. Ja? Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, wird mit diesem Buch nochmals super toll klar. Und da muss ich mich ganz ehrlich beim Fab auch bedanken, der mir dieses Buch zur Verfügung gestellt hat für diese Buchrezension. Bei Apricot Media sind ganz, ganz tolle Bücher erschienen. Schaut da rein. Die Verlinkung gebe ich euch dann in die Videobeschreibung auch rein. Also die Autoren, die sich hier zusammengetan haben, das ist wirklich das Who is Who, super tolle Experten. Jimmy Song ist dabei, aber natürlich der von mir sehr, sehr geschätzte Alex Gladstein, wenn es darum geht, Chief Strategy Officer der Human Rights Foundation. Also da geht es um die Menschenrechte. Warum ist der so ein Bitcoin-Fan? Sehr, sehr interessant und naheliegend. Wie gesagt, was stimmt mit dem heutigen Geld nicht, ist sozusagen dieses erste Kapitel. Da geht es vor allem um die Inflation. Und die Inflation ist ja bei uns jetzt bis auf die letzten Jahre seit dem Krieg nicht gänzlich spürbar gewesen. Aber in anderen Staaten, wo es 30, 40, 50, 80% Inflation pro Jahr gibt, da hat man sich immer Gedanken darüber gemacht, was ist denn mit unserem Geldsystem, warum entwertet das laufend, vor allem zur Weltleitwährung, zu dem US-Dollar. Und da sind sehr, sehr viele Praxisbeispiele aufgelistet aus der Vergangenheit. Und ganz wesentlich ist die Frage, was ist Geld? Ja? Jeder möchte natürlich ein sehr solides Geld, sprich ein werthaltiges Geld haben, zur Wertaufbewahrung und, und. Aber warum wird uns diese Möglichkeit sozusagen genommen durch diverse politische Akteure? Das ist auch sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ein super tolles Buch, das dich in wirklich kurz und prägnanter Art und Weise zu den Dingen des Warums und was ist Bitcoin, welche Probleme löst Bitcoin sozusagen, mitnimmt. Und ganz wesentlich auch nochmals, warum es bei diesen ganzen Gedanken zu Bitcoin auch um die Privatsphäre geht, nämlich um den Schutz deiner, meiner Zahlungsdaten, ja, damit die nicht in die Hände von Facebook, PayPal, Visa und Co. geraten, die sie dann teuer weiterverkaufen, wie wir ja wissen, sondern dass man sozusagen seine Einkäufe einfach wie bei einer Bargeldtransaktion erledigt. So, und um das geht es in diesem Buch. Ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich noch das Kapitel Was ist Bitcoin? Ja, weil Bitcoin ersetzt sozusagen das Vertrauen in dich und in mich bei zwei Parteien, die einander nicht kennen, kann ich sozusagen Bitcoin vertrauen, dass Bitcoin so funktioniert, wie es uns sozusagen versprochen wurde. Also alles in allem wirklich ganz, ganz tolles Buch. Kann ich nur empfehlen.
das kleine Bitcoin-Buch von Apricot Media übersetzt von diesen tollen Experten. Und nicht unerwähnt lassen, Entschuldigung, möchte ich natürlich dann auch noch, es gibt neben diesen ersten Kapiteln dann nachher sozusagen einen ganz, ganz großen Teil mit FAQs, nämlich Bitcoin-Fragen und Antworten. Wer ist Satoshi Nakamoto? Wer kontrolliert Bitcoin? Nutzen Kriminelle? Und. Das sind so 20, 25 Fragen, die dieses Buch nachgeht. In Summe dann zu circa 110, 120 Seiten in einem kleinen Format. Also ich denke mal, eine abendfüllende Lektüre für diejenigen, die sich wirklich einmal so out of the box einfach nur mit dem Warum beschäftigen wollen. Also von mir ganz klare Empfehlung. Ich verlinke euch hier dieses Buch auch nochmals, Apricot Media. Danke an den Fab nochmals für die Zurverfügungstellung des Buches. Es hat mich sehr gefreut, hier hineinschmökern zu dürfen. Und auch ich habe wieder das ein oder andere, vor allem zur Historie und zu dem Warum, dazugelernt. In diesem Sinne, bleibt dran, hier bei Rette dein Geld, wo ich auch weitere Bücher vorstelle, die ich sehr, sehr gerne lese und die zur Finanzbildung beitragen, denn dieses Buch trägt definitiv dazu bei. In diesem Sinne, rette dein Geld, alles Gute.